Wünscht gute Unterhaltung bei Jacobo Müller, Late Service Public. Meine Damen und Herren, Victor Jacobo und Mike Müller. Guten Abend miteinander, vielen Dank. Merci vielmals, vielen Dank. Das dominierende Thema einmal mehr ist natürlich auch Aufruhr in Libyen. Gerüchte überschlönt sich im Moment. Das jüngste Gerücht lautet, dass offenbar der Muammar Gaddafi sich könnte in der Schweiz aufhalten. Zwar gibt er sich als andere Person aus. Also passet auf, wenn ihr ihn irgendwo seht. Also wirklich, es könnte sehr heikel werden. Wir hätten ja eigentlich eine wunderschöne Nummer machen mit dem Gaddafi oder über den Gaddafi diese Woche. Ja, aber du hast ihn einfach schlecht gespielt. Okay. Wirklich. Nein, hast du keine Mühe. Es ist auch eine scheiß Nummer. Es ist eine ganz blöde Idee. Von wem ist die Idee gewesen? Von dir. Zeig dein erbärmlichen Werk von hoher Satire. Zeig es den Leuten. Okay, gut, es ist misslungen, sorry. Lekin ayjat mutarba, alhamdulillah, bakhir. طيب مبين لنا اني انا في طرابلس وليش في فنزويلا ما تصدق الاذاعات الكليب هذه سلام Aber es ist wirklich eine schlechte Idee gewesen. Absolut. Ich meine, was hätte man anders machen können? Man hätte zum Beispiel können, ich weiß nicht, er ist auch als Diktator, muss er sich auch um alles kümmern. Um alles. Er muss sich um alles kümmern. Diktatorjob ist ein Scheiß, wirklich. Oder er hat zum Beispiel vor der Rede, muss er sich sogar noch darum kümmern, wenn er angelegt ist. Jetzt müsst ihr das euch mal vorstellen. Oder? Da ist er wirklich, das ist der echte Gaddafi. Das ist jetzt nicht gespielt. Jemand den Knopf oben offen behaltet oder jemand zumacht. Nee? Und das, bevor er aufs eigene Volk schiesst. Ja. Ich meine, wenn er aufs eigene Volk schiesst, dann wenigstens gepflegt angelegt. Das hat wieder Stil. Ja. Er hat ja jetzt gesagt, er wolle als Märtyrer sterben. Wahrscheinlich wegen den 40 Jungfrauen, die ihn im Himmel erwarten. Nein, der Gaddafi hat nicht 40 Jungfrauen zu gut. Die hat er schon eingezogen in den letzten paar Jahrzehnten. Die Jungfrauen, jungfrauenmäßig ist er schwer im Minus. Ja. Gut, es ist jetzt ein bisschen Mainstream, dass jeder jetzt gegen den Gaddafi ist. Oder alle sind gegen den Gaddafi. Alle Schweizer sind sich einig. Nein. Doch das ist eine Frage, die wir Schweizer mal einig sind. Wenn es Mainstream ist, gegen Gaddafi zu sein, dann bin ich gespannt, was der Roger Köppel nächste Woche in der Weltwoche schreibt. Ja, okay, gut. Aber das ist irgendwie... Findet sicher irgendetwas. Ja, klar. Also, jedenfalls sind alle gegen ihn. Der Präsident Obama hat zum Beispiel den ungeheuren Mut gehabt, nach Tagen von Massaker in Libyen, hat er gesagt, also, das sei gegen jeden Anstand, was der Gaddafi da mache. Oder? Und das hat ihn natürlich schwer beeindruckt, das ist ja ganz klar. Und dann hat die USA und EG haben zusammen gesagt, sie werden jetzt sofort auf Waffenlieferungen verzichten. Und das wird schon in 5 Jahren etwa wird das wirksam. Oder? Also am Gaddafi... Am Gaddafi geht jetzt alles der Bach ab. Wirklich alles. Duni Bayreuth hat gesagt, sie dürfen ihm jetzt auch den Tochtertitel aberkennen. Das ist schon hart. Aber er ist. Er hat einiges. Beim Berlusconi hat mich jetzt ein bisschen gestaunt. Man hat immer gemeint, es seien Frauenfreundschaften, die ihm zum Verhängnis werden. Es sind jetzt aber die Männerfreundschaften, wie man sieht. Allerdings muss man zur Verteidigung von Berlusconi sagen, dass der Gaddafi volljährig ist. Ja. Immerhin. Ist nicht selbstverständlich. Nein. Nordafrika und Folie. Alle Leute kommen jetzt wahnsinnig Mut über, zum gegen den Gaddafi sein. Oder Frau Galmiret zum Beispiel, die hat die UNO aufgefordert, sie müssen jetzt Libyen sofort aufteilen und an die Nachbarländer verfüttern. Dann hat die Schweiz bereits einen UKAS rausgegeben und gesagt, einen absoluten Regenschirmboykott gegen Libyen. Oder? Der Gaddafi kommt kein Regenschirm mehr über. Sagen wir jetzt eigentlich Libyen oder Libyen? Man sagt eigentlich Libyen, aber weil es so umstritten ist, findet man einen Kompromiss. Also an ungeraden Tag Libyen, an geraden Tag Libyen.
Das hat man so gefunden. Jetzt geht es ja aber auch in anderen Ländern. Überall. So, es geht überall in ganz Nordafrika. Es ist eine interessante Zeit. Jemen, Bahrain zum Beispiel. Bahrain ist ein gutes Beispiel. Dort ist ja den Leuten die Freiheit wichtiger als unser Formel-1-Rennen. Sich gegen Prinz auflehnen ist eins, aber der Bernie Ecclestone hässig machen. Ja, okay. Es ist auch in Nordkorea greift langsam die Revolution um sich. Also, dort hat sich letzte Woche eine über das Wetter beklagt. Nein. Ja. Der kommt natürlich da, das ist ja ganz klar. Oder? Aber ich frage mich jetzt zurück zum Gaddafi. Wenn jetzt der rauskommt aus dem Tripolis, wo geht der an? Wo tut man den an? Der kann nur an einem Ort, das ist Saudi-Arabien. Nicht? Mhm. Das ist eigentlich der Güsau-Köbu vom arabischen Raum. Ja. Sagt der Jean Ziegler. Mhm. Übrigens ist Saudi-Arabien das Land, wo die Schweiz am meisten Waffen herliefert. Also gleich viele Waffen wie nach Deutschland sind in Saudi-Arabien von uns. Darum fühlt sich der Gaddafi dort so sicher. Ja, er wird beschützt von Schweizer Waffen. Ja. Sobald er dort ist, wird er beschützt von Schweizer Waffen. Ist zusammen gut. Wie Ben Ali, wie alle anderen auch. Also gut. Wir haben doch noch jetzt einfach immer gehört, wie das in Nordafrika abgegangen Überall. Ist. Überall ist es abgegangen. Und alle tun das so, wie wenn sie die Ersten wären. Das stimmt überhaupt nicht, oder? Es gibt nämlich einen Beweis dafür, wer hat es erfunden. Arabische Diktaturen sind nicht gut für die Bevölkerung. Deshalb haben wir Tunesier und Ägypter erfunden, Demokratie. Das tut gut für Mensch und Wirtschaft. Wer hat es erfunden? Hä? Die Schweizer, Herr Bischof Berger. Wer genau? Helvetia. Demokratie? Natürlich aus der Schweiz. Und mit 26 Kantonen. Helvetia! Okay, gut. Wir kommen zu den Flüchtlingswellen. Es wird eine grosse Flüchtlingswelle erwartet hier in der Schweiz. Und wir sind ja das Land der Freiheit. Oder alle reden von Freiheit, alle Parteien haben sein Parteiprogramm. Und wir haben sogar einen Parteipräsident, der gar einen Beiz hat, der heisst Haus der Freiheit. Nicht? Und dann würde man doch denken, wenn jetzt eine Freiheitsbewegung stattfindet in Nordafrika, alle sagen hier in der Schweiz, hey super, wir unterstützen euch, liberale Freiheitsbewegungen, wir geben euch Asyl. Und was machen sie? Nein, sagen alles abschliessen, zu, Grenzen zumachen. Ja, logisch. Sollte gar keiner da reinkommen. Völlig klar, das ist doch eine andere Freiheit dort unten als bei uns. Freiheit in der Schweiz ist nicht etwas Philosophisches, das ist etwas Geografisches. Dort unten saufen die Tee, wir saufen Kaffee fertig. Ja, okay, Mike. Sorry, Downs kann von mir aus eine Menschenkette rund um die Schweiz machen, oder? Aber es gibt ja Flüchtlinge, die wir durchaus aufnehmen würden. Zum Beispiel die zwei libyschen Kampfpiloten, die auf Malta geflüchtet sind und dort gelandet. Die würden wir nehmen, allerdings nur mit dem Flüger. Also wir nehmen eigentlich nur Flüchtlinge mit Flüger auf. Jetzt, wo die Swiss zu wenig Piloten hat, wäre doch das super. Die können die dort einsetzen. Wir müssen einfach sagen, die dürfen die Stresssituationen der Schleudersitz nicht brauchen. Und bei renitenten Passagieren dürfen die nicht schiessen. Also eigentlich müssen wir dankbar sein am Schengen-Raum. Ob das die wissen, die gegen den Schengen-Raum waren? Weil wir müssen jetzt die Flüchtlinge von Italien nicht nehmen. Müssen wir sich mal etwas überlegen. Nicht? Also komm, wir kommen zu der nächsten. Wir hatten ja Lohnrunde in der letzten Woche. Ich weiß nicht, ob Sie das gemerkt haben im eigenen Portemonnaie. Es betrifft zwar nicht Sie, es betrifft nur den Daniel Vasella. es ist ja Novartis GV und der Daniel Vasella hat jetzt ja das erste Mal nicht mehr dort teilgenommen oder jedenfalls nicht wie früher, nicht mehr als CEO und als Verwaltungsratspräsident. Ja. Er ist ja nur noch Verwaltungsratspräsident und hat darum einen Lohneinbuss in Kauf nehmen von 42 Millionen ab und auf 25 Millionen pro Jahr. Ja. Und da muss natürlich einer können haushalten, oder? Ja. Bei so einem Lohnverlust. Also das ist ein Lohn, der so hoch ist, dass eine Bank energietechnisch gar nicht eingefrieren könnte. Ja. Und dann muss man auch noch sehen, er hat ja 12 Millionen hat er nur bekommen, damit er nicht zur Konkurrenz geht. Konkurrenzverbot nicht. Ah. Verdient hat er 13 Millionen und 12 Millionen, dass er nicht geht. Das heisst, er schafft eigentlich nur halbtags, am Morgen schafft er. Und am Nachmittag sitzt er ins Büro und sagt, ich könnte nicht, ich könnte nicht. Nein, ich könnte nicht. Und für das kommt er 12 Millionen. Ja, musst du auch zuerst mal machen. Nee, natürlich, klar. Also das ist so ein bisschen, wie wenn man dem Papst mehr Lohn geben würde, damit er nicht noch gleichzeitig zu den Neuapostolen predigen. Ja.
Das wäre schlecht. In etwa vergleichbar. Oder? Jetzt aber der Herr Vasella ist ja grosser Demokrat, oder? Und er hat ja ein sagenhaft schönes Zitat gesagt. Noch sind wir in einer Demokratie und die Mehrheit entscheidet. Traktandum 5, Wahlen in den Verwaltungsrat. Ich bitte zur Ordnung. Ja, er hat gerade zur Ordnung gebeten, sobald es ein paar Bauernrufe gegeben hat. Du, ist das wirklich eine Demokratie, die dann wartet? Das habe ich gar nicht gewusst. Ja, stimmt. Also wir im Kanton Zürich haben nicht können abstimmen darüber. Stände mehr. Hat es auch nicht gegeben? Da hat man uns Schönes erzählt im Staatskundeunterricht. Ja, aber der Herr Vasella ist ja nicht nur bei den Novartis tätig, sondern er muss jetzt natürlich noch schauen, er muss einen gewissen Zustupf haben, sonst kommt er nicht durch mit diesen 25 Millionen. Und er ist tatsächlich auch noch im Verwaltungsrat von der Pepsi Company. Das stimmt wirklich. Und wir haben da einen kleinen Ausriss aus Bloomberg. Oder? Bloomberg, die haben da irgendwie so eine Aufstellung. Und da sieht man, was er bei der Daniel Vasella, was er ist bei der Pepsi Company, nämlich Director, Member of Compensation Committee. Was macht der dort genau? Das ist ein Komitee, das bestimmt, was Topkader bei Pepsi verdient. Da ist er ja Spezialist bezüglich. Das wäre ein bisschen, wie wenn ein Alkoholiker sagen dürfte, was Promillegrenze ist. Ja. Das ist doch super. Das ist doch ja. Ja, gut. Ja, und Fräulein Agapo, Irene, was beschäftigt dich jetzt so weltpolitisch? Ja, ich habe ja nicht so mit den Manager-Typen. Ich stehe ja mehr so ein bisschen auf Männer in Latzhosen. Ah. Eine grosse Schwäche von mir, Mann in Latzhosen. Ich finde, es gibt nichts, was schärfer aussieht als ein Mann in Latzhosen. Und ich habe ein Lied geschrieben über das. Und der Mann in Latzhosen ist auf Englisch der Boy in Dungarees. For tradesmen, honey, I like I'm sweaty and rough. I give my right arm for an unshaved Johnny. From unshaved guys, I can't get enough. I've always been a sucker for nature boys, muscular and tan. Such an exemplar replaces all those toys in the button drawer of my nightstand. Ooh, I go down on my knees for a boy in dungarees. Oh yes, Lord, please send me a boy in dungarees. I really go crazy for unwashed guys, the dirtier the better. A little scruffiness can be terribly nice. Ooh yeah, I like 'em smelly. Ooh, I go down on my knees for a boy in dungarees. Oh yes, Lord, please send me a boy in dungarees. Ooh, I go down on my knees for a boy in dungarees. Oh yes, Lord, please send me a boy in dungarees. Of these dirty, smelly, stinky, but sexy dungarees. Ooh, I go down on my knees for a boy in dungarees. Oh yes, Lord, please send me a boy in dungarees. Thank you. And a couple. Können wir auch mal machen. Latzhose. Gibt es nicht in meiner Größe. Das nächste Mal Miri Latzhose, gell? Oh, unbedingt im Fall. Ich war dabei. Dann haben wir in der letzten Woche etwas gehabt. Gefährliche Spielzeuge, Gratis-Spielzeuge vom Migros, sogenannte Nanos, die offenbar
die offenbar von den Kindern verschluckt werden. Die müssen sehr gefährlich sein, weil sie die essen offenbar. Es gibt ja gewisse Kinder, die alles in den Mund nehmen und essen. Die sind gar nicht so gefährlich. Ich finde sie vor allem recht gut. Ja. Mike, Kinder sind einiges kleiner. Also ich meine, du müsstest ja so einen Nano essen eigentlich. Liebe Kinder, tönt das jetzt nicht nachmachen, was ihr da seht. Ihr müsst sowieso schon lange im Bett sein, gell? Ich finde die Blauen am liebsten. Das Problem bei den Nanos ist ein bisschen nachher auf der Toilette der Klang, der entsteht. Okay. Wir machen weiter mit einer etwas gepflegteren Unterhaltung. Man kann sie nicht total verbessern, aber mach doch diese Welt, make the world a better place. Also er ist, wenn ich ihn richtig verstehe, für eine Butterwelt, oder? Ja, das ist für mehr Butter. Für eine Walliser Alpenbutter, die wir in der ganzen Welt verkaufen. Butterwelt. 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 Butterwelt gibt es auch im Bistum Chur. Toller Übergang. die haben dort die haben gerade ein bisschen Lampen im Bistum Chur. Und zwar ist dort einiges in die Hose gegangen. Das ist die schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, es war nicht eine Hand. Und also, Was war los? Der Bischof Vitus Wander hat zwei wichtige Leute von seinem Bistum verloren. Die sind ihm davon gelaufen, bevor sie gekündigt worden sind. Und ja. Und was haben denn die dort gemacht? Also die haben keinen Konkurrenzvertrag, also Verbotsvertrag. Nein, die dürfen jetzt nicht. So den Scientologen gehen Weihwasser sprechen? Ja, stell dir vor, Quatsch. Nein. Aber der Vatikan hat jetzt gesagt, solange sich die Situation nicht entspannt in Chur, werden dort oben also alle Hostien eingefroren. Gut, man muss sagen, der Wunder hat natürlich ganz scharfe Hunde am Laufen dort oben. Nicht einer hat jetzt gesagt, wir müssen die Kirchensteuer abschaffen, damit das Bistum ein bisschen mehr Macht bekommt. Die Kirchensteuer ist immer wieder ein Thema. Ja, klar, aber die Kirchensteuer, die betrifft doch uns gar nicht, oder? Das betrifft jetzt nur Katholiken, oder? Das ist doch freiwillig, oder? Nicht ganz. Als GmbH zum Beispiel musst du Kirchensteuer zahlen. Als GmbH? Ja, ist im Kanton Zürich, muss man das. Also eine GmbH ist also nicht konfessionsneutral. Nein. Das heisst, wenn eine GmbH Konkurs macht, tut sie Kirchen kremieren, in dem Fall. Wenn sie katholisch ist, ja. Bei den Protestanten gibt es eine Erbbestattung natürlich. Aha. Ich bin auch schon gefragt auf dem Friedhof Silfeld, wo sie bei euch GmbH sind. Sie haben gesagt, hier hinten links. Und bei einer Fusion werden sie verheiratet? Werden sie einer Kirche zugeordnet? Oder wie ist das? Je nachdem, es gibt ökumenische Fusionen, es gibt alles. Ja. Und wenn du Pech hast, wird deine eigene GmbH noch Bischof von Chur? Ja, dann hast du ganz Pech gehabt, natürlich. Also, die Diskussionen um die Trennung von Kirche und Staat gibt es in der Schweiz immer wieder, solange man das Problem nicht löst, nämlich die Trennung von Kirche und Religion. Ja, klar, aber gut. Vielleicht passiert ja dann in dieser Kirche einmal das, was jetzt in Nordafrika passiert, oder? Dass die Jugend anfängt zu rebellieren gegen den alten Bischof dort oben. Oder? Schon möglich. Aber stell dir mal vor, das würde auch bei uns in unserer Sendung an diesem Tisch passieren, dass die Jungen mal ein bisschen rebellieren gegen die Alten, die sich da immer im Vordergrund spielen und nichts von ihrer Macht abgeben. Und immer das Wort muss auch, wenn da die Jungen mal kommen. Macht dir das eigentlich keine Angst? Mike, los, wir. Los, ich bin durchaus bereit zu einem Dialog. Oder? Ja, und ich bin auch bereit für grundlegende Reformen. Jetzt plötzlich? Ja, zum Beispiel würde ich jetzt also. Ich mache dir einen Kaffee. Hast du gesehen? Lack. Er macht mir Kaffee. Ja, also. Das ist für mich fast ein Life-Changer, nicht? Jetzt haben wir sehr gute Neuigkeiten aus der Schweiz diese Woche gehabt. Was? Ist der Überschuss noch grösser geworden von der Schweiz? Nein. In der Schweiz hat es wieder genug Streusalz. Nein! Genug Streusalz. Jetzt auf der Frühling! Ja. Das ist doch der Hammer, oder? Möglicherweise im Sommer, ja. Genügend Streusalz. Vielleicht fängt es noch ein bisschen Führung für nächsten Winter nachher. Dann haben wir noch eine Meldung aus dem Wallis. Der Besitzer, der Eigner, der Chef vom FC Sion, der Christian Constantin, hat zum 28. Mal... Ist gut, ne? Merci, danke. Ist gern geschehen. Der Constantin hat zum 28. Mal eine Trainerfrist los.
entlassen. Ist super gewesen, der Kaffee. Das nächste Mal mache ich ihn wieder. Okay. Also, das heisst, im Jahr 2375, bis dann ist theoretisch jeder Walliser einmal Trainer vom FC Sion. Dann haben wir noch News im Fall zu Gutenberg. Die Schweiz hat jetzt auch endlich reagiert und hat am zu Gutenberg 3 von seinen Vornamen aberkannt. Ja, und in der Schweiz dürfen sich nur noch Carli Gut nennen. Ja. Dann haben wir noch eine schöne Meldung von einem Politiker aus dem Kanton Watt, ein Kantonsrat. Ja, wir sagen nicht von welcher Partei. Nein, sagen wir nicht. Nein. Fairness. Nein. Fairness gab bei uns über alles. Ich meine, so Dumpfbacken gibt es in allen Parteien. Auf jeden Fall ist der Mann eingeleitet worden von afrikanischen Trickbetrügern. Aber nicht mit E-Mail oder so, sondern die haben ihn angerufen. Ein armer, dummer Sieg eigentlich. Nein, jetzt bist du gut. Wir sagen nicht aus welcher Partei. Ich habe nur gesagt, ein armer, dummer Sieg. Das ist parteipolitisch noch nicht zuordnbar. Die Afrikaner haben ihm gesagt, auf ihn warte eine Erbschaft von wie viel? 12,5 Millionen in Togo unten. Und er ist dann tatsächlich... Knapp die Hälfte, die der Vasella verdient. Ja, immerhin. Und das ist hure viel Kohle im Fall. Und dann ist der Politiker, von der Schweiz nach Togo abgeflogen. Dort natürlich sofort entführt worden. Die haben 1,5 Millionen Lösegeld wollen. Und er hat sie dann auf 7'000 Franken abverhandelt. Ja, ein Finanzgenie. Ja, natürlich. Scheiden Sie, So eine wie Finanzminister im Bundesrat, mache ich hier die Wette. Ja, wir haben schon das Komm, Es ist allerdings... Gut, der ist von der Gegengesetzten richtig. Ja. Oder? Aber man kann jetzt natürlich sagen, dass eben den Namen von der Partei sagen wir nicht, aber es ist die gleiche Partei, die es lieber hat, wenn man nach Togo fliegt, als wenn Leute von Togo in die Schweiz fliegen. Aber wir sagen nicht, welche Partei das ist. Nein, wir sagen das nicht. Nein. Togo, afrikanisches Land, auch dort offenbar nicht alles in Ordnung. Oder? Nordafrika geht es los, haben wir schon gehört, ganz nah Osten. Ein Ort hat es noch im Nahen Osten, wo Gott sei Dank noch ruhig ist. Weisst du, Soni, ehrlich gesagt ist mir am Samstagabend bei Mescherweiss unheimlicher als da auf dem Tempelberg. Das haben die Israeli einfach im Griff. He? Die müssen ja auf engstem Raum 3 verschiedene Religionen bewirtschaften. Der Felsendom, Al-Aqsa-Moschee, Klagemauer, das ist ein Vorbild für eine gemischte Bauzone. Bei uns würde man dem verdichtet zu bauen sagen. Er hat eben schon vor 1000 Jahren mal einen etwas überlegt. Rein vom Zeitmanagement her ist ja das hure clever gelöst, oder? Die 3 Religionen haben ja ihren Viertig einmal immer an einem anderen Tag, obwohl sie historisch-theologisch gesehen den gleichen Gott anbeten. Vielleicht hat der Gott eben folgende Überlegung gemacht. Wenn die einen noch beten sind, könnte die anderen das gesellschaftlich-wirtschaftliche Leben aufrechterhalten. Sabbat, Ramadan, Weihnacht, geht alles sauber aneinander vorbei, oder? Wieso haben sie denn eigentlich Krach miteinander? Ja, das hat nur am Rand mit Religion zu tun. Das hat eigentlich eine nationalökonomische Ursache. Das ist wie bei uns. Wenn es Krach gibt, geht es immer ums Geld. Oder? Ja, weil du mir eben schon lange 500 Stutz schwach bist, dann könntest du jetzt gerade rausrücken. An so einem heiligen Ort redet man nicht über Geld. Schau, da hat Jesus seinerzeit den Geldhändler aus dem Tempel rausgejagt. Und wo sind sie alle? Die hocken jetzt alle in Zürich auf dem Paradeplatz. Benno, du bist einfach ein ganz dummer Schnorri. DASTAG hat bekannt gegeben, dass wir offenbar in nächster Zeit, in absehbarer Zeit, 25'000 Lastwagenchauffeure zu wenig haben. Das heisst natürlich, muss nicht unbedingt negativ sein, weil ich denke, 25'000 Chauffeure zu wenig heisst 25'000 weniger Lastwagen auf der Straße, oder? Ich weiss nicht, ob man die Rechnungen so machen kann. Aber jedenfalls, die Lastwagenchauffeure, die haben Stress, oder? Es ist auch ein Beruf, wo man irgendwie Lastwagenchauffeur. In anderen Berufen nennt man das schon ganz anders. Man müsste vielleicht ein bisschen andere Namen finden. Lastronaut zum Beispiel. oder Formel L-Fahrer zum Beispiel. Oder CFTO, Chief 40 Tons Officer. Ja. Oder Highway Left Lane Blocking Engineer.
Aber es ist wirklich ein harter Beruf. Ich meine, die Leute, stell dir mal vor, du stehst stundenlang im Stau, hast Hunger und weisst, hinten drin hast 28 Tonnen gefrorenen Schinken. Das wäre macht die psychisch fertig. Ja. Und ich meine, die Chauffeure, ich verstehe das auch, die irgendeins wollen die einfach zu oben so schnell wie möglich heim in die Stube. Ja. Also, so, und wir kommen jetzt zu unserem künstlerischen Gast. Er ist, das kann man glaube wirklich sagen, der Doyen vom Schweizer Theaterkabarett. Und er hat so eine richtige, schöne, skurrile Reihenfolge von eigen geschaffenen Figuren aufgebaut. Und eine von diesen Figuren spielt er jetzt auch heute Abend notabene eine von meinen Lieblingsfiguren. Bitte begrüßen Sie den Joachim Rittmeier. Also, Entschuldigung, ich habe es nicht vorher geschafft. Das ist einfach. Ja, manchmal kommt einfach alles zusammen. Es gibt so Tage, oder? Aber jetzt bin ich da fertig. Jetzt. Ja, ja, ich meine, ich will Sie auch nicht belasten, oder? Ich meine, ich könnte jetzt einiges erzählen, aber das nächste Woche bessert es dann wieder. Nein, nein. Ich meine, Sie haben auch einiges am Hals, oder? Stell mir vor, dass. Weiss, wie es ist, oder? Der Montag ist sowieso am schlimmsten, oder? Immer. Ja, morgen ist dann schon besser. Nein, jetzt muss ich sagen. Aber jetzt bin ich da fertig, oder? Und Sie auch und so. Das ist gut, super. Nein, manchmal muss man einfach durch so Sachen durch. Jetzt gerade da mein Götti-Geschenk wieder morgen. Ja, Götti-Bub hat morgen Geburtstag und er erwartet etwas, das weiss ich. Und ich will das auch ernst nehmen, oder? Und wenn sie mich schon gefragt haben, tut's mal seine Eltern, das rechne ich denen hoch an. Aber eben die Schenkerei ist nicht mehr einfach, oder? Das ist so, das hörst du allgemein. Und jetzt auch für ihn natürlich auch, also er mehr einmal muss gehen, oder? Das ist auch nicht leicht. Jetzt bin ich gespannt, was denn auf die nächste Weihnacht wieder kommt. Ich meine, gross erwarten tue ich ja nicht. In seinem Alter sowieso nicht. Aber je nach Kindergärtnerin, die es haben, kann es manchmal auch einen Volltreffer darunter haben, den du auch kannst praktisch brauchen im Alltag. Und dann bist du doppelt froh, schon wegen dem Freuzeigen und so. Jetzt wie letztes Jahr zum Beispiel das mit dem Trennstab, den sie gemacht haben im Kindergarten. Das hat sich also sehr bewährt, muss ich sagen. Gut, kannst du sagen, was ist es vom Materialwert her? Ja, so ein 30, 40 cm Profil meistens. Metall oder Kunststoff und eben ein bisschen schön überzogen da mit Manchester-Stoff und so. Aber du kannst es eben praktisch brauchen im Alltag. Ich war schon ein paar Mal froh gewesen an der Kasse. Entweder haben sie keine Trennstäbe mehr gehabt. Ja. Ich weiß auch nicht, wo die dauernd hinkommen, ob da die einen mitlaufen lässt oder so. Bös gesagt, könntest du sagen, es könnten Kindergärtnerinnen sein, oder? Also entweder hat es keine gehabt, oder wenn es keine hat, hat es irgendwie so ein Missverständnis gegeben. Weil es ist immer noch nicht genau geregelt, wie das Lauf mit dem Abtrennen. Ob du von vorne nach hinten abtrennst oder als Hintergrund führen. Abtrennst, es ist nicht klar. Zumal sind die eines Tages da gewesen, die Trennstäbe. Aber wie sie genau gehandhabt werden, das wird wieder auf Kundschaft abgewälzt. Also was ich jetzt beobachtet habe, ist, dass das Abtrennen jetzt mehrheitlich fast ein bisschen von vorne nach hinten durchgesetzt hat. Und nicht umgekehrt, obwohl du eigentlich mehr Zeit hättest hinten. Ich weiss nicht, an was liegt.
Offenbar sind die Leute empfindlich, wenn ihnen wildfremde Leute von hinten das eigene Zeug abtrennen. Aber eben, mit meinem eigenen privaten Trennstab habe ich da absolut keine Mühe mehr. Du kannst du x Leute kannst du die Waren abtrennen von hinten oder von vorne. Noch nie eine Gehässigkeit aufhört, gar nicht. Im Gegenteil, also fast wärst du sogar mal, ja. Ja, angelächelt. Joachim Riedmeier. Joachim Riedmeier. Er wird am 23. März hier in Zürich im Hechtplatztheater Premiere haben mit seinem neuen Programm. Gut. Der Schweizer Datenschützer Hans-Peter Thür führt den Prozess im Moment gegen Google Street View, weil ja auf Google Street View zum Teil auch Leute zu erkennen sind und Google nicht ganz alle Gesichter verpixelt. Jetzt gibt es da einen schönen Prozess. Der Hans-Peter Thür geht mit gutem Beispiel voran. Sein Passfoto hat er folgendermaßen verändert, dass man das nicht mehr so gut sehen kann. Wir sagen auch, es könnte hinter Google Street View eigentlich auch Islamisten stehen, oder? Die natürlich wetten, dass man 99% der Leute sowieso verhüllt. Ja, also. Weiss nicht, ob das stimmt. Klar, also wir können ein Beispiel nehmen, zum Beispiel, oder das, wie Google Street View schafft. Wir nehmen zum Beispiel irgendein Beispiel, ein Alltagsfahrzeug in Wiel, St. Gallen, oder? Da muss man natürlich schauen, dass die Nummer sofort verpixelt wird, oder? Das ist ganz wichtig. Das war die freiwillige Feuerwehr von Wiel, St. Gallen. Also Street View, ich verstehe eigentlich die ganze Aufregung nicht so ganz, weil es gibt es schon lange. Schon lange sieht man immer Leute auf der Straße rumlaufen, wo Gesichter völlig erkenntlich sind. Ich weiss nicht, was man da jetzt irgendwie gross sich soll aufregen. Und dann muss man übrigens auch sagen, Google macht sehr viel, auch viel Neues in unserem Land. Zum Beispiel fangen sie jetzt ja an, bei den Skipisten zu fotografieren. Gerade in Zermatt oben, dort muss man allerdings schauen, auch der Herr Thür verlangt das, dass man dort auch den Alpenschutz... wirklich, es sind aber nicht alle Leute dagegen, dass Google Street View Gesichter zeigt. Oder? Es gibt Promis, die sehr froh sind darum. Also die Vera Dilie campiert seit 3 Wochen vor ihrem Haus, weil sie hofft, dass das hure Street View Auto endlich vorbeigeht. Jetzt ist es so, dass der Thür auch verlangt, dass Vielmann, das wäre für die entscheidend, dass Vielmann nur noch Brillen ausliefert, die automatisch das Gesichtsbild verpixeln, wenn das Gesicht erkennbar ist. Es ist einfach Datenschutz. Und ich meine, der Thür übertreibt sich ein bisschen. Jetzt hat er so gesagt, er will sogar den Google-Hop verbieten. Ja, das ist ein primitives bisschen. Also, ja, wirklich. Also nein, es kommt ja noch schlimmer und ich weiß nicht, ob der Herr Thür das weiss. Oder? Es gibt ja nicht nur Google Street View, sondern es gibt ganz neu jetzt Google Home View. Das können wir uns vielleicht gerade mal schnell anschauen. Das fängt an wie normal Google Street View. Oder? Da kommt man da entlang und dann kann man da zum Beispiel entscheiden, ob man in das Haus hier will. Und dann kann man dort hingehen. Und, da wohnen Leute und so. Ja, da wohnen Leute drin. Klar, da geht man auf die Tür zu, geht in die Wohnung hier. Das ist doch das Intim. Seht dort genau, wo das WC ist, wo das Wohnzimmer ist. Es geht doch niemand etwas an. Ja, natürlich, natürlich. Und da muss man natürlich auch schauen, das kann natürlich auch rechtliche Schwierigkeiten geben. Da drin wohnen die Leute. Und man muss natürlich auch schauen, dass die Leute, die drin wohnen, dass man die nicht wirklich sieht. Ja. Oder? Das müsste man eigentlich auch dann lösen. Okay, also wir kommen jetzt zu unserem heutigen Gesprächsgast. Es ist nicht ein Politiker, er ist ein Unternehmer. Er führt ein relativ kleines, aber sehr erfolgreiches Traditionsunternehmen. Aber trotzdem, auch wenn er nicht Politiker ist, hat er die politische Szene in der letzten Zeit in der Schweiz ein bisschen aufgemischt. Er ist nämlich der Initiant von der sogenannten Abzocker-Initiative. Herzlich willkommen, Thomas Minder. Sehr gut.
Guten Abend, Herr Minder. Abend. Herzlich willkommen bei uns. Bei uns geht es wahrscheinlich etwas entspannter zu für Sie. Sie sind ja in dieser Woche noch ein an einem anderen Ort, wo es etwas aufgeregter war für Sie. Sie waren an der Novartis GV, als grosser Schreck der Abzocker. Sind Sie dort gewesen, haben sogar interveniert. Wie ist es Ihnen ergangen? Trotz mal bei der UBS GV sind Sie ja vom Ordnungsdienst, glaube ich, rausgeführt worden, oder? Ich bin eigentlich überrascht, dass der Müller nicht mehr da war. Vor 3 Jahren war er ja mit seinem Pitbull da. Stimmt. War, um mich zu bewachen und zu schauen, dass ich da keinen Blödsinn mache. Hat er das gemacht? Und jetzt müsste er eigentlich einer der Vasella bewachen. Ich habe euch dort mal untersucht. Aber also Sie meinen ja nicht, der Herr Vasella sei ein Pitbull, oder? Also von dem, das ich glaube, der Vasella ist mehr im Kreuzfeuer als ich. Mittlerweile werde ich namentlich begrüßt. Und man tut sich zwar nicht mehr. Also die UBS GV hat mich ja hintergeschoben auf der Rednerliste. Der Einzige, der mich noch hinterher schiebt, ist der Herr Vasella. Aber mittlerweile bin ich eigentlich willkommen an dieser Generalversammlung. Sie haben ja eigentlich einen relativen Erfolg gehabt. Es sind ja 61% haben jetzt den Lohn, den exorbitanten Lohn von Herrn Vasella abgesegnet. Und das ist zwar eine Mehrheit, aber immerhin, ich glaube, so wenig Stimmen hat er noch nie gehabt bis jetzt. Oder sonst ist das immer in den 90er-Jahren, die Zustimmungen zu diesen Löhnen. Wobei ich verstehe es auch nicht, dass da immer noch Leute gibt oder Shareholders oder Aktionäre, die ihm noch die Stimme halten und das gut finden. Wer ist denn das, wo jetzt noch die Stimme gibt? Sind das die grossen Firmen, die dort beteiligt sind? Wer ist da noch dafür? Ja, sehr wahrscheinlich schon, die grossen institutionellen Anleger. Ja. Und ich habe ja übrigens einen guten Vorschlag gemacht. Ich habe gesagt, Novartis soll doch ein Medikament auf den Markt bringen, gegen die Millionen Abzocker, gegen die Gier. Und der Vasella hat dann gemeint, das wäre kein guter Markt. Ah ja, das würde ja nur ihn betreffen wahrscheinlich. Ja. Und ich fände, das wäre ein sehr guter Markt. Und er kann übrigens gerade den Selbsttest bei sich selber machen. Das heisst, er muss keinen Markttest machen. Also ich glaube, die Chancen wäre für so ein Medikament durchaus vorhanden. Ja, das wäre einfach abführend, vermutlich, oder? So ein Medikament. Oder ein Schamröte-Medikament, oder? Wobei, das braucht er nicht. Er schämt sich ja, glaube ich, nicht für das. Nein, da hat ja auch die NZZ heute gesehen, er lässt eigentlich alles abklatschen. Mhm. Jetzt, Sie sind ja, wie gesagt, eben, Sie sind die Initiant von der Abzocker-Initiative. Die hat viel zu reden gegeben, findet sehr viel Anklang in der Bevölkerung. Jetzt, kürzlich hat man so ein bisschen den Eindruck gehabt, die ganze Polizszene in Bern, die tut das Ganze ein bisschen verzögern. Das haben Sie selber auch gesagt. Wird das ein bisschen vermauschelt, das Anliegen? Ja gut, das ist ja, ihr habt ja eigentlich auch eine Polizsendung und ihr lebt ja fast von diesen Fauxpas, die da Bundesbern macht. Und es kommt nicht von wegen, dass Bundesbern die Initiativen rausschiebt. Und es ist eigentlich ein Riesentheater geworden im Bundesbern. Nicht nur, was die Initiativen betrifft, also inhaltlich, zeitlich etc. Aber ich glaube, von dem lebt ja eure Sendung. Ja, das stimmt. Aber von dem leben Sie nicht, oder? Ja, es hat Momente gegeben, wo mich das auch gestört hat. Und mittlerweile ist da Wasser auf meine Mühle. Ich glaube, je länger das da geht, umso mehr hat die Bevölkerung einen Unmut und bringt dann das sehr wahrscheinlich an den Urnen zur Abstimmung. Es gibt dann vielleicht einen Overkill, dass sie irgendwann sagen, so, jetzt müssen wir mit dieser Initiative gehen. Aber es zeigt auch, wie Bundesbern sich unfähig ist, buchstäblich unfähig ist, eine Initiative, einen guten, direkten Gegenvorschlag. Also Ihr bester Helfer ist eigentlich der Herr Vasella, oder? Je mehr er abzockt, desto mehr haben Sie Support. Ja. Ich habe ihm auch gedankt. Ich habe mir der Generalversammlung gedankt, dass er mir da wieder etwas auf die Mühle spielt. Ja. Wie ist das eigentlich? Sie sind ja selber auch Unternehmer. Sie haben eine Firma, eine alte Traditionsfirma, die Mundwasser herstellt. Und Sie, wie wäre jetzt das, wenn jetzt der Herr Vasella oder sonst eine grosse Firma kommen und sagen, wir geben Ihnen 20 Millionen und was würden Sie verkaufen? Er will eigentlich, dass man ihm Superdan sagt und nicht Vasella. Ah, Superdan? Ja, er ist ja so ein Naturtalent, fast ein Jahrhunderttalent, oder? Ja, so nah bin ich ihm jetzt auch nicht, dass ich mir würde trauen, ihm Superdan zu sagen. Aber bleiben wir mal beim Super Thomas. Sie sind ja, Sie haben so eine Firma, wären Sie käuflich? Vielleicht auch, ja, irgendwann. Aber einen gewissen Betrag ist, glaube ich, jeder käuflich, ja. Aber wir sind eigentlich alle zusammen im falschen Job. Wenn man sieht, wo man kennt von denen, und sie haben es ja vorher geschildert, der schafft ja nicht einmal mehr den ganzen Tag, sondern nur einen Halbtag. Also irgendetwas machen wir drei falsch. Ja, wir kommen eben keine Konkurrenzentschädigung über, weil wir keine Konkurrenz haben, leider. Das ist ja, Herr Minder. Sie haben gesagt, Sie haben die ganze Polizszenerie ein bisschen aufgemischt in der letzten Zeit. Und dann hat man mal kurz können den Eindruck bekommen, Sie wollen in die Politik einsteigen. Zum Beispiel Ständerat, Sie sind aus Schaffhausen. Ich bin auch schon in Zürich angelangt.
Ja, das ist schon lange in Zürich angelangt. Ja. Und Sie haben ja mal auch gesagt, Sie könnten sich so etwas vorstellen. Jetzt haben Sie aber gesagt, Sie wollen nicht antreten. Warum eigentlich nicht? Sie sind doch mittlerweile auch ein Politiker. Und man sagt doch immer, es gibt zu wenige Unternehmer in Bern, im Parlament. Ja, der letzte Entscheid ist da noch nicht gefällt. Und ich habe mit dem Herrn Christoph Blocher ein Päckchen gemacht. Ich habe gesagt, wenn er den Mut hat, Ständerat Zürich, dann habe ich den Mut, Ständerat Schaffhausen. Aber die würden ja nicht für die SVP antreten, oder? Nein, ich wäre parteiloser. Aber ich glaube, man müsste da. Ich glaube, der Besen mit diesen ganz harten Borsten, den gibt es noch nicht. Weil man müsste wirklich mal nach Bundesbern gehen und da rausmischen. Aber hat sie noch nie gelockt, jetzt zum Beispiel bei einer Partei anzutreten? Zum Beispiel, schauen Sie, nehmen wir die. Die gibt es noch nicht, nein, die Partei. Ja, doch, doch, die gibt es. Zum Beispiel die Freisinnige Partei, die hat ja in einer wahnsinnigen Art und Weise hat jetzt ja zum Wahltakt auf, also das, was einem mitreißt. Also da lockt es einem doch in die Politik einzusteigen. Vor allem bei der FDP, ja. Ja, eben. Nein, Sie haben vorher gesagt, ein Päckchen mit dem Christoph Blocher. Ist er völlig frei von Abzocken? Hat er nicht früher mal bei der zusammen mit dem Herrn Ebner irgendeine Firma Pharmavision gehabt, die so exorbitante Manager-Gehälter zahlt? Ich habe ja immer gesagt, er war früher noch mein Gegner und ich habe die Initiative gemacht, wie er im Bundesrat auch nicht gespürt hat. Und mittlerweile, nach mühseligen Jahren und dem Keimtreffen in Mennesdorf, habe ich jetzt eigentlich mehr oder weniger ihn auf die Schiene gebracht. Und jetzt spürt er und jetzt ihn. Unterstützt er die Der Initiative. Der hätte den Blocher können kehren. Ja. Das ist ein grosser Arzt. Und wir sind am Schluss von der Sendung gekommen, aber wir immer noch zum Ausblick auf die nächste Woche. Wegen ständiger Kritik an seiner Person entlässt Christian Constantin Ende Woche alle Fans vom FC Sion fristlos. Und wir haben noch eine positive Meldung für alle Formel 1-Fans. In Bachrhein findet Formel 1 doch statt. Dankeschön und wir sehen uns wieder am nächsten Sonntag um 20 ab 10. Bis dann, habt eine schöne Zeit und tschüss. Kommen wir gut rein, merci. Jacobo Müller, Late Service Public, wurde gesponsert von der Mobiliar. Echo, das ist wirklich.